So. Jeder hat ja seine kleinen, wie ist das? Ängste und Sorgen im Kopf. Und meine Sorge ist immer die Post, ich gebe es zu. Da waren wir mal 4 Wochen nicht im Briefkasten. Post ohne Ende. Soll ich mir erstmal mit zittrigen Fingern eine Kippe anzünden? Macht Sinn, oder? So. Fort. Kann weg. Kann fort. Braucht keiner. Irgendwie von der Post habe ich bestimmt schon gekriegt. Oder krieg's noch von der Nachbarin, also sind nach Hause abgegeben. Targo Bank. Ne, das ist nicht Targo Bank, das war ein Tag, nehmen wir erstmal Targo Bank. Mit denen habe ich nichts zu tun, wird nur Werbung sein. Hoffen wir es mal. Hier, guck mal hier. Wirklich echt, echt zittere, echt, kein Spaß. Der harte Typ, ja. Das kennt die Tagesschau, das ist kein Witz, das sind Ängste, denen ich mich stellen muss. Das ist, ich wirklich, habe wirklich echt Katastrophe fast. Ja, warte, komm her, hier, Mensch, mach doch mal auf. Das ist echt, geht gar nicht. Deswegen nehme ich es extra mal auf. Gott sei Dank, Werbung. Oh, die wollen nicht von mir. So. Was ist das? Deutsche Mitte. Rotz. Hat sich erledigt. Die Rentenversicherung, das kann nicht, will das sein. Das ist bestimmt wieder, wie viel gar nicht Geld ich bekomme, wenn ich mal hier kurz vorm Sterbefall bin. Wir gucken aber trotzdem mal rein, vielleicht, wenn doch was von mir, glaube ich auch nicht. Na komm her, was ist die Funktion? Ja, Renteninformation, genau. Ich kriege 3,50 Euro, wenn überhaupt. Warte. Boah, ey, guck mal, echt ohne Scheiß. Echt, ein Touch, echt, kein Spaß. Also, wenn ihr vor irgendwas Angst habt, das ist das, wovor ich richtig Angst habe, Briefkasten. Deswegen gehe ich auch mal alle 4 Wochen. Was die Tinte dann natürlich noch dicker macht, das ist mir vollkommen klar. Mensch, geh doch mal hier rein, du verfickter Scheiß, Kack, Drecksbrief. Ja, komm, egal, abgefetzt. So, ruhig, Müll. So, warte. Den nehme ich also auf. Okay, mal gucken, was die von mir wollen. Ja, bestimmt wegen Unfall gab es einen Verursacher. Wenn ja, wer, dann möchte bitte bezahlen. Dann müssen wir nämlich nicht zahlen. Irgend sowas wird es sein. Das ist immer sowas. Mal gucken mal rein. Warte, was ist das hier? Was ist da? Noch ein Brief und noch ein Brief. Was ist denn das hier nochmal? Sekretär Pressling. Sie sind unten Privatsphäre unterschrieben ohne Antrag. Was? Sie sind zahlungsbefreit. Ach so. Achso, und das sind jetzt hier sozusagen, falls ich das im Voraus bezahlen will, bin ich gleich für das nächste Jahr wieder zuzahlungsbefreit. Und deswegen, ja, alles klar, ich verstanden. So, und jetzt. Was ist das hier? Staatsanwaltschaft. Staatsanwaltschaft ist immer, kann man sehen, ist immer schon mal ganz schlecht. Oder wieder, wie die Freunde der russischen Sprache sagen, Deutschenblocher. Na, komm her, ja. Mann, ey. Ja. Das Gute ist an dem Messer, falls es gar nicht mehr geht, kann ich wieder an der Adern öffnen. Na, was wollen die von mir? Da war was hin. Besonders schwerer Fall des Diebstahls. Das Ermittlungsverfahren wurde eingestellt, weil der Täter bisher nicht ermittelt werden konnte. Also hier wahrscheinlich irgendwie Auto aufgeknappt, irgendwas von mir, irgendwelche Rotz oder was weiß ich. Müll kann also weg, Gott sei Dank. Luis, brauchst du nicht reingucken, ist eh nur Werbung. So, was haben wir hier? DHL, was auch immer das ist. Schauen wir mal. Ich brauche wirklich mal Brieföffner. Junge. So, warte. Weiter geht's, bei Hit, mach mit. Aktivieren Sie Ihr DHL-Kundenkonto. Ach ja, okay, alles klar, ich Bescheid. Warte, wie muss ich das machen? So, wieder hier rein. Das tun wir also ordnungsgemäß wieder rein hier den Rotz. Komm her, ja. So, was haben wir jetzt hier noch? Konrad, irgendwelche Werbung. Ja, kauf jetzt, bezahle nie. So, was haben wir hier? Was ist das? Ne, was ist denn das? TV, ich weiß nicht, was das ist. Gucken wir mal rein. Also, kein Plan, was das sein soll. Lass dich überraschen.
Schnell kann es geschehen. So. Guck mal hier mal rein. Was diese von mir wollen. Was wollen diese von mir wirklich nicht? Otto Vital, was ist das? Eigenanteilszahlung. Chirurgische Klinik und Poliklinik, Uni Leipzig. ACR operativ. Handgelenksorthese rechts. Ah, okay. Brauche ich eigentlich nicht zahlen, weil ich schon zuzahlungsbefreit bin für dieses Jahr. Ich lege es aber trotzdem manchmal auf den Müll, bevor die hier irgendwie Theater machen. So, da, genau, das war hier, wo der Hand angeknabbert war. Wegen des Motorradunfalls. So, warte. So, mal hier, also AK nochmal. Schauen wir mal. Junge. Was haben wir hier? Bitte was zum Wegschmeißen und nicht zum Funkkümmer. Ich hab immer noch ein Tatrisch. Das ist ja nicht mal der Hälfte. Was wollen die hier? Was wollt ihr von mir? Wenn diesen ausgefüllt. Oh, was ist denn für ein Fragebogen? Ihr habt mir einen Fragebogen zugeschickt. Was ist denn für ein Fragebogen? Warte mal. Ich habe mir einen Fragebogen zugeschickt. Was? Ach hier, alles klar. Wegen des Unfalls. Ja. Ja, ich fülle euch das aus. Geht mir nicht auf die Nüsse. Also, der Klassiker, weißt du, hat denn das jemand anders verursacht, dem wir die Behandlungskosten in den Arsch pressen können? Nee, könnt ihr nicht. Der Vollmongo ist selber auf das Auto drauf gescheppert. Da gab es keinen anderen, der schuld war. Meine Fresse. Diese Westrotze. Echt furchtbar. Das ist so richtig so Wessi-Scheiß. Naja, wenn wir das nicht bezahlen müssen, dann zahlt es halt ein anderer, ne? So, wer ist denn daran schuld? Ja, da ist kein anderer schuld, da bin ich selber schuld gewesen. Und da ihr mein Versicherer seid, müsst ihr es halt leider abdrücken, ne? Nützt nichts. So, was haben wir hier noch? Oh, was ist denn das schon für was? Oh Mensch, lass mich doch mal rüber. Ich weiß nicht, was das ist. Warte mal. Jetzt, komm her, ja. So, was wollt ihr von mir? Was ist das? Was ist das? Fortzahlungsantrag von der Arke. Den muss ich, das ist ganz wichtig, das ist das Wichtigste von allem. Der muss unbedingt ausgefüllt und zurück. Ja, der Fortzahlungsantrag. So, Fortzahlungsantrag. Okay, was haben wir hier? Allianz. Allianz, bestimmt auch noch Allianzbrief, aber theoretisch keine Panik, weil ist alles bezahlt und keine Ahnung, was die Firma wollen. Komm her, ja. Ich brauche wirklich mal gescheiten Briefe aufmachen. Das ist kein Arbeiten, wenn man hier 250 Briefe aufmachen muss. Bitte was zum Wegschmeißen, wenn ich mich drum kümmern muss. Kfz-Versicherung, bitte stets angeben. Gemäß unseren allgemeinen üblichen Gesetzen kündigen wir in Ihrer Kfz-Versicherung ablaufen unter 6.13. Ja, ich weiß, das ist für meine Oldtimer, weil die rumheulen so. Du hast kein Erstauto zugelassen. Da können wir deinen Oldtimer auch nicht versichern. Na, dann halt nicht. Mein 9.6. nächstes Jahr ist ein bisschen hin. So, was ist das hier? Allianz. Was ist denn das mit einer Briefklammer und Einschreiben? Ich weiß nicht. Na, gucken wir mal. Was die von mir wollen. So, auch nochmal AK. Was ist denn nur los? So. Was ist der Kfz-Versicherung? Kündigung in der Kfz. Ja, nochmal. Ey, wir wollen ja mit dem noch kündigen. Kfz-Versicherung. Ja, 16.06. Ist ja jetzt gut. Hab ich ja verstanden. Oh, okay, was haben wir jetzt? Nochmal AOK. Alter. Scheißt ihr mich zu mit eurer Post, ja. Wenn ein Nuttenpreis aus. Na los. So. Was haben wir hier? Wird da irgendwas ausfüllen? Was haben wir hier? Was ist das? Was ist das Schönes? Was haben wir denn hier? Informationen zur Früherkennung und Vorbeugung von Darmkrebs. Nee, hab ich jetzt mal gar keinen Bock drauf. Wenn dann hat es der Herr so gewollt, dann hättest du es halt rechtzeitig gehen. Das gehört zuständig.
Was ist das? Warte mal. Abteilung irgendwas, kann ich nicht lesen. Irgendein Brief. So, gucken wir mal. Oh, dann kommt einer. Ne, nicht Stadt Leipzig, irgendwas anderes. So, warte mal. Ja, so. Mensch, jetzt mach doch mal auf hier. Zehntausende von Dreckskartbriefen. Geht mal 8 Wochen nicht in den Briefkasten, da läuft der echt über. Das kannst du dir nicht ausdenken. Ne? Was ist das hier? Oh, da will jemand Geld von mir. Stadt Leipzig, Sozialamt, was wollen die von mir? Stimme den freien Verbrechung, Anspruch. Ausstellung mit einer Blau, mit einer Halbjahreswertmarke. Weiß nicht, ob ich das brauche, habe ich keine Ahnung. Jo, Freifahrtberechtigung, was weiß ich. So. So. Das markieren will, was ist das? Sind immer noch 5 Briefe. 6. Aber ich habe gleich übelste weg. Aber ich muss ehrlich zugeben, bis jetzt. Die Tinte hätte schon dicker kommen können, ist aber nicht. Aber du sollst den Tag nicht vor dem Abend loben, was haben wir hier? Bundesagentur für Arbeit. Was ist denn 976? Ich habe doch alles bezahlt bis jetzt. Also irgendwie ausstehender Rat, ansonsten wird alles fällig. Bin ich mir absolut safe, dass die prinzipiell meine Rate kriegen, die können schon mal schleppen. Ich gucke mir das kurz an. Die kriegen ihre Raten jeden Monat pünktlich. Können mich am Arsch lecken. So, was haben wir jetzt hier? Komm her, ich muss sauber. Komm her, was ist das? So, was haben wir hier? Ich ahne schon, warum das kommt. Und zwar habe ich das, glaube ich, letzten Monat mal zu früh bezahlt. Das kommt ja auch vor. Also sozusagen, es ging auf dem 1. zu, auf dem 31. auf dem 1. Und dann überweist es ja normalerweise erst am 1., 2., 3., 4., keine Ahnung. Und ich hatte noch Geld auf dem Konto und habe es bereits vorher überwiesen, was weiß ich, am 25. oder am 23. Und jetzt war aber kein Zahlungseingang bei dem, nach dem 1. Rubel, schnell, gib uns dein Geld, du Hurensohn, du hast kein Geld überwiesen. Das habe ich nämlich mal mit der Landesjustizkasse Chemnitz gehabt. Genau denselben Scheiß. Zu früh überwiesen, auch keine gute Idee. LVZ, Gott sei Dank, einfach nur Müll. So, Müll. So, was haben wir hier? Fort, oh toll, fort, nee, hab ich nicht mehr, wiedersehen. Jetzt kommt noch was Hässliches hier, Stadt Leipzig, da alles oder nichts. Da war was mit einem Bußgeld, das mich in der Stadt angehalten haben, mit dem Moped. Könnte sein, dass da irgendwas kommt, ja, weiß ich nicht. Komm doch mal, ja, Mensch, rotzt weg. Immer diese Scheiße mit den Briefen, ey. So was wollt ihr, die 100 Pro Geld, bin mir absolut sicher, warte. Anhörungsbogen, na guck doch mal, Anhörungsbogen, was wollen sie? Das ist was, so klein. Na, was wollen die zu mir? Vor allem, ey, pass auf, das ist wirklich, das ist geil, oder? Pass auf, essen das mal los. Das ist echt unfassbar, pass auf. Am 7.9.2020 um 19.20 Uhr in Leipzig, Heinstraße 4. Ihnen wird vorgeworfen, mit dem Kleinkraftrad. Kleinkraftrad, eine Gutzi ist also ein Kleinkraftrad, folgende Ordnungswidrigkeit begangen zu haben. Sie benutzten mit einem Kraftfahrzeug den Fußgängerbereich, bla bla bla, für den durch Zeichen Sülz. Und was soll das kosten, wenn es was kostet? 20 Euro, ey, schick mir ein Watz da einfach zu, lass mich noch. Kleinkraftrad, das war wieder Gutzi, was sind denn das für Humus, was für eine Schwuchtelbande. Also, merkt euch, wir haben wieder was gelernt. Eine Moto Guzzi 1100er ist ein Kleinkraftrad. Tja, muss man mal drauf kommen. Ne? Das, daraus schließe ich jetzt den Rechtsanspruch, dass man mit einer 1100er Moto Guzzi auch mit einem Mopedschein fahren darf. Es ist ja ein Kleinkraftrad. Steht ja in dem behördlichen Schreiben drin. Ne? Das ist dann das Schlussfolgerrecht. Was haben wir hier? Ich kann es nicht lesen. Ich vermute mal Jobcenter oder irgendein Rotz. Ja, mal gucken. Ich hatte ja auch einen Termin bei denen, aber zum Glück bin ich rechtzeitig krank geworden. Ah, ein Elend. Telefon schon beraten.
Beratungstermin. Hä, was? Es gibt telefonische Beratungstermine. Ja, boah, aktuelle Situation, ey, das ist geil. Die möchten mit mir über meine aktuelle Situation sprechen. Die sollen mir einfach mal einen Job zukommen lassen. Das wäre doch mal geil. Postfunktion, wie man das blau, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Wieso haben die eigentlich meine. Ach ja, habe ich bestimmt mal freiwillig angegeben. Beim Arbeitsamt musst du immer Jobcenter, Arbeitsamt zum Scheiße selber rotzen. Musst du immer sagen, habe ich nicht. Ist im Regelsatz nicht vorgelesen, deswegen tut mir leid. Ich habe kein Mobiltelefon. Jetzt kommen wir zum einzigen erfreulichen Brief. Ich weiß nicht, was drin ist. Dort bremst, trifft, wird reduziert. 13 Euro bei eBay. Warte. 13 Euro. eBay. Mensch. Oh. 13 Euro bei eBay. Da gibt es ja auch hier bei Achtung, Kontrolle. Die Mongo-Bande hier. Wo ist denn die ABE für einen Bremsen- und Kupplungsgriff? Irgendwo so rot oder blau eloxiert oder China-Gedöns. Wo ist denn das? Und das ist auch genau ABE dazu. Und wenn das während des Bremsens zerbricht, ja, wer kennt es nicht? Zerbrochene Bremsgriffe kennt man ja ständig. Machen sie unter den dummen, nicht den dummen, da machen die dummen wieder den Motorradfahrer in der Hölle heiß. Könnt ihr ja beim Bremsen der Bremsgriff abbrechen, weil der ohne ABE ist, ohne KPA-Nummer, ohne irgendwas. Ihr seid einfach nur Hurensohn, ihr Drecksbullen. Das wird sich auch nie ändern. Und bei dem ist zum Beispiel garantiert auch kein irgendwie ABE drauf, aber weil der nicht rot oder blau eloxiert ist, wird ihr das nie sehen. Von daher, fickt euch, ACAB, ja. So. Bots. Also für die Dicke des der Post hätte es dicker kommen können, aber es kam Gott sei Dank nicht dicker. So, die Nase geht nur auf das Geräusche. So, haben wir das auch. Dann würde ich sagen, liebe Kinder, lasst euch sagen, Schokolade nicht im Wagen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Es hat wie lange gedauert? 10 Minuten die ganze Post auspacken. Ist okay. Es war jetzt nicht wirklich was übel Schlimmes dabei. Alles cool. Ich wünsche euch was. Tschüss. Na, komm her.